Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main im Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ich habe mich lang drauf gefreut und lang dran gebastelt. Das ist die erste, muss man sagen, die erste Erweiterung zur Burg Blaustein von Bluebricks. Das ist der Bergfried. Hier habt ihr es auch. 80 Euro 1953 Teil, es ist die 103406 in einer wunderschönen Box, ohne irgendwelche Abenteuer auf der Rückseite. Nur hier das kleine Bild, Fokus, und hier seht ihr auch, das ist das, worum es geht, nur das hier, nicht das hier unten drum, nur das da. Das ist die Bergfried-Erweiterung. Es würde mich wundern, wenn sie zum Zeitpunkt des Videos verfügbar wäre. Kommt immer wieder rein, ihr wisst Bescheid, ich verlinke es euch unten, das Übliche, wie bei der Burg Blaustein auch. Aber es geht um das Set. Ich habe ja mit euch die Burg hier teilweise live gebaut. Ich habe dazu ein Video natürlich gemacht. Das ist eins momentan meiner favorisierten Sets aus Systemsteinen. Ich habe auch einen Jago Gardner 71741 gebaut. Finde ich auch sensationell, sehr abwechslungsreich. Hier absurd viele Teile, 180 Euro die Burg. Absurd viele Teile, jetzt nochmal 80 Euro für die Turmerweiterung. Wir haben drüber zu reden, auf jeden Fall. Also erstmal für die, die sich wundern, wie, das sieht ja alles ganz anders aus. Richtig, wo ist denn das Bäumchen hin? Bäumchen ist weg und Bäumchen ist weg. Die beiden Freunde mussten die Burg leider verlassen. Finde ich sehr schade. Ich mochte sie sehr. Es wird hier noch eine Vorburg dazukommen. Vielleicht gibt es auch nochmal Möglichkeiten, die dann wieder sinnvoll hinzuzufügen. Oder je nachdem, was ihr halt macht, vielleicht habt ihr ja ein Diorama, wo das reinpasst, dann setzt ihr die einfach woanders hin. So ist es ein bisschen schade, dass die erstmal wegfallen. Aber ihr baut am Anfang erstmal ein bisschen was ab. Diese Ecke hier, und danach wird das dann aufgebaut. Ihr könnt euch ja gerne nochmal natürlich mein anderes Video anschauen, nur von der Burg, damit ihr den Unterschied seht. Das ist jetzt dieser Turm, der dazu gekommen ist. Ich finde, das sieht rattenscharf aus. Ich mag diesen Look enorm. Ich habe am Anfang viel drüber gesprochen, diese Felsen hier unten sind nah an der Vorlage, habt ihr mir auch geschrieben. Ist ja okay. Ich will ja auch der Designer Martin einen super Job, Weltklasse. Es hat mir einfach vom Bau, das ist eher meins und auch innen drin der Berg, aber egal. Es sieht cool aus. Und es wird natürlich, ihr seht oben, also da oben hört es auf, seht ihr Fähnchen? Es wird echt immer wilder. Es wird wilder. Und ein bisschen wahllos. Und ein bisschen nicht ganz so optimal auch an ein, zwei Stellen. Aber gucken wir mal. So, das hier ist es. Und zu der Burg selbst muss ich ja nichts mehr sagen. Ich glaube, die wurde oft genug überall besprochen. Sie ist hochbegehrt, ständig ausverkauft. Sobald die da ist, dampft es kurz und dann sind die Bestände wieder weg. Kommt ja ständig nach. Auch absolut zu Recht. Die Burg ist ein Meisterwerk. Hervorragend. Und jetzt kommt das Türmchen, Bergfried. Ich stärke mich nochmal kurz zwischendurch. Da muss ich, also ich hab mich auch oft gestärkt, während ich den gebaut habe. Ganz, ganz ehrlich. Cheers. Es wurden ein, zwei Sachen versucht. Und es ist jetzt so, ihr wisst ja, es sind Bluebricksteine. Ich fang mal anders an. Es sind Bluebricksteine, es ist ein Bluebrick Special, es ist die Anleitung nur als PDF dabei, das Übliche, ihr kennt das. Die Bluebricksteine sind auch vollkommen in Ordnung. Vollkommen, die Qualität ist mittlerweile auf dem Level vollkommen in Ordnung. Für diesen Bergfried, ich müsste mal gucken, ob ich die Steine von GoBricks da habe oder auch von Lego. Von Lego habe ich es ziemlich sicher da. Von GoBricks, um das mal nachzubauen, ob es damit besser ginge. Ich weiß nicht, ob das Toleranzen sind in den Steinen, die das Problem sind. Ob die Bautechnik generell einfach zu wild ist vielleicht. Vielleicht ist die zu riskant. Auch, also gar nicht unabhängig von den Steinen einfach. Dass es einfach eine zu wilde Bautechnik ist. Da wurden verschiedene Dinge gemacht, verschiedene Abenteuer. Wir messen es mal kurz aus, was wir jetzt haben, den Gesamtschaden. Dann gucken wir es uns mal genau nochmal an. Ich versuche nochmal so nah zu kommen wie möglich. Wir gucken es uns an. Dann mache ich ein paar Dinge an dem Set, die ich nicht mehr in dem Video rückgängig machen kann. Deswegen versuche ich vorher alles andere abzudecken. Das Endergebnis auf jeden Fall gefällt mir irrsinnig gut. Das ist schon mal der große Bonus. Wahrscheinlich, ich habe mir auch Kommentare schon viele durchgelesen, ihr habt mir ja viel dazu geschrieben. Viele sind, glaube ich, gar nicht zu diesem Punkt hier gekommen. Und das finde ich dann sehr, sehr schade, weil es lohnt sich enorm. Aber wir gucken.
Ja, die Burg an den Grundmaßen hat sich natürlich nichts getan. Wir sind immer noch so bei 36, 37 Zentimetern, jetzt je nachdem, wie man das so sieht. In der Breite hat sich natürlich auch, das war jetzt die Tiefe, in der Breite hat sich auch nichts getan. Wir sind bei, ja, auch so 36, 37, aber natürlich in der Höhe sind wir jetzt bei, also hier bis Dachkante 50, hier oben so 53, 54 Zentimeter. Der Turm selbst hat eine Kantlänge von 10 Zentimetern. Das ist gewaltig. 2000 Teile sind ja auch irgendwie kein Späßchen. Das passt schon alles. So, und jetzt folgendes. Ich komm mal ein bisschen noch näher. So, jetzt guckt euch mal den Turm an. Und ich finde es schon abgefahren. Ich mag die zwei, drei sandblauen Steine, finde ich klasse. Sehr viel Dark Tan natürlich und Dark Bluish Gray ist reingebaut und natürlich hauptsächlich Light Bluish Gray. Vollkommen klar. So, jetzt gehen wir mal hier drum rum. Fenster natürlich, kleine Spalte. Das ist ja keine tiefen französischen Fenster, um irgendwie die Gegend zu beobachten. Nein, das ist eine Verteidigung. Das passt schon. Ich meine, das passt auch. Also von hier sieht man ja genau den Stil. Von der anderen Seite finde ich es sehr viel Fell. Aber hier, wenn man das Haus dazu sieht, es ist natürlich exakt passend. Ja, einwandfrei, genau das Richtige. So, aber jetzt seht ihr hier schon einen Teil des Abenteuers, diesen Spalt. Das ist keine Bautoleranz, das ist ein Spalt, der soll da sein. Das ist richtig so. Und ich komme aber noch mal. Seht ihr die hier? Die sind Teil unseres, also nein, die sind unser Problem. Das sind dünne Liftarme. An sich was Großartiges. Ich mag dünne Liftarme. Ich mag die sehr. Man kann diese Liftarme natürlich auch mit Systemsteinen verbinden. Die Löcher in den Liftarmen sind genauso groß, dass man die Noppen einer Plate oder eines Brick Modified reinstopfen kann. Das geht auch. Das sind dann Baurichtungsumkehrer, wenn man in dem Moment möchte, so 90 Grad auf die Seite gekippt oder irgendwas. Kann man alles machen. Wir haben übrigens auch von Kobi, die kennt ihr, diese Bügelperlen haben wir hier auch drin. Ich benutze da, wenn ihr ein Kobi-Set habt, dann habt ihr so einen kleinen Stab, um diese Bügelperlen da reinzusetzen. Sehr, sehr hilfreich. Ansonsten, hui, nehmt ansonsten einen Bar. Also einfach irgendeine Stange von Lego auch oder von Blue Bricks von irgendeinem Hersteller. Die passen da auch rein, könnt ihr auch benutzen. Diese Stangen sind hier reingesetzt, um Abwechslung zu bringen ins Bauwerk oder so. Eine andere wilde Bautechnik mal auszuprobieren. Und ich habe es noch nie erlebt, dass man auf lange Strecke Technik und System miteinander verbindet, ohne dass es Stress gibt. Vor allem, und das ist eine Sache, und ich glaube, hier ist dann der Knackpunkt erreicht gewesen. Wir haben eine Ebene, in der das ist wieder mal sehr, sehr cool doppelt dick gebaut. Das sind zwei Reihen. Und hin und wieder wird diese Reihe mit diesen Technik-Liftarmen und dem Brick Modified nach innen verankert. Und da kracht's. Da kracht's einfach. Das seht ihr auch an dieser Kante, die hier läuft. Das sind Brick Modified mit Loch nach, also Noppe nach oben natürlich und eine nach vorne und eine zur Seite direkt entgegensetzen. Nicht gegenüberliegend, sondern direkt daneben. Und die werden dann 90 Grad gekippt. Das heißt, die Noppe, die nach vorne kam, geht nach unten in den Liftarm und die Noppe, die zur Seite war, geht dann dort in die zweite Ebene der Mauer, um sich dort mit dem Technik-Brick wieder zu verknüpfen. Tut's nicht. Da ist Spannung auf dem System. Ich werde es nochmal mit anderen Steinen versuchen. Ich glaube aber nicht, dass an Steinen, weil ich habe die Steine an anderen Stellen probiert, funktionieren einwandfrei, überhaupt keine Probleme. Ich glaube einfach nur, wenn man das über so viele Ebenen treibt, und dann versucht, nach innen durchzustoßen, wo nicht damit gearbeitet wird, sondern mit normalen Steinen. Ich glaube, das ist einfach zu viel des Guten. Und so, jetzt habe ich viel drüber geredet. Und jetzt gucken wir uns das mal an, weil es ist eigentlich rattenscharf. Also das ist einfach mal die Dachkonstruktion. Und das hier ist alles reingeklippt. Das hier ist unten, sieht man das? Das ist hier unten eingeklippt. Da sind auch Plate Modifieds. Und das ist eingeklippt und die werden hier draufgelegt und dadurch entsteht dieses Dach. Sehr cool. Sieht üppig aus mit allen möglichen Steinen. Die sind super. Ihr seht, wie sie glänzen. Sie werden immer besser. Da mache ich mir auch keine Sorgen drum. Aber jetzt, Ober. Und es ist cool. Aber wild. Wirklich. Es ist wild und irgendwann ist der Wahnsinn halt ganz nah dran am Unsinn und am Schwachsinn. Aber wie gesagt, die Idee kann ich durchaus
Also anerkennen und auch wertschätzen. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, ist mir zu frustrierend. Also denkt da dran, wenn ihr diese Erweiterung kaufen wollt, weil ihr von der Optik so begeistert seid, habt es im Kopf. Bevor ihr dafür halt Geld ausgibt und euch dann ärgert. Ja, das ist ja auch nichts. So. Und jetzt ist das Thema das hier. Und ihr seht es hier bei mir. Ich habe ja schon eine Fliese weggekickt. Hier hängt es bei mir fest. Hier hängt es. Das geht einfach nicht. Und das geht bis hier unten. Ihr seht es? Bis hier. Hier, bis hier unten kann man das alles am Stück rausnehmen. Ich habe auch von manchen Bildern bekommen, also Kurzvideos, dass das einwandfrei funktioniert hat. Ihr seht, dass das bei mir mit einwandfrei lobend umschrieben wäre. Ich bekomme es raus, aber... So, und jetzt guckt euch das mal mit Verstand an. Und dann entscheidet ihr selbst, ob das gut funktionieren kann. Ihr seht, das hier ist das, wovon ich gesprochen habe. Systemsteine. Und hier kommt die andere Ebene mit diesen Elementen dazwischen. Und dann ist es hier zwischendurch mal miteinander verknüpft. Das gehört zusammen. Das kann man hier nicht auseinanderziehen. Das gehört zusammen. Das ist vogelwild. Ich finde es abgefahren. Alles in Ordnung. Das hier drin, das kann ein Dreijähriger bauen. Hätten die einfach die Technik von hier, auch hier benutzt, überhaupt nicht drüber reden, würde man das reinsetzen, raussetzen, würde drüber lachen und so weiter und so fort. Und so ist das wirklich nur mit Fingerspitzengefühl, ihr habt es eben gesehen, und Geeier und Geäumel zu machen. So, und das größere Problem ist noch, ihr seht hier diese Zahngeschichte, wenn ihr das jetzt hier wieder reinsetzen wollt, was wir nicht zusammen tun werden, müsst ihr das hier alles da reinfuddeln. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ich euch da nur... Ich zeige euch gleich mal, wie ich es so circa gemacht habe. Dann könnt ihr gucken, ob ihr das auch machen wollt. Also, aber jetzt schaut mal. Und ich meine, das ist schon einfach nur sehr, sehr, sehr cool, was da drin los ist. Der ist innen komplett eingerichtet natürlich. Und guck mal, wie dick die Mauern sind. Das ist der Knüller. Zwei dick bis oben. Unten sogar natürlich mehr. Drei, vier dick. Knaller. Und alles drin. Es ist vollständig gefliest. Hier ist noch ein Eimer... Geht hoch. Hier ist auch ein Durchgang, den baut hier auch. Hier ist, das ist hier Kanäle, weiß ich nicht, ob das Abwasser ist oder was weiß ich, Wasserleitung, einfach quasi Regenrinne sozusagen. Das ist wirklich cool gemacht. Genauso auch hier vorne, nur für die Details. Diesen Gang hier gibt es ja vorher auch nicht. Den baut ihr ja auch hier drauf. Ihr baut ja von hier, also so weit sieht man es gar nicht rund. Ihr baut von ganz hier oben das ganze Ding hoch. Das ist ja nicht nur das kleine Türmchen ab hier. Das ist ja wirklich von unten baut ihr das hoch. Macht Spaß. Ist auch total cool. Bis hier ist es perfekt. Ab hier wird es interessant. Ihr baut es auch so erst. Also ihr baut das so. Und danach baut ihr den Teil. Und hier merkt ihr aber schon, wenn ihr... Warte mal, ich muss mal gucken, dass ihr das gut seht. Ich gucke mal in meinen Kontrollmonitor. Seht ihr das? Wo ist denn hier so eine perfekte... Ja, also das sind so Ebenen hier. Da und da. Da wird's eng. Da merkt ihr... dass dann auch hier dieser Spalt entsteht. Seht ihr den? Den hier? Den kriege ich auch nicht kleiner. Das ist da, wo so ein Technikelement in mehrere Ecken gehen muss. Und das funktioniert mit Systemstein nicht. So. Also haltet euch damit aber nicht lang auf. Zieht das Ding einfach hoch. Macht euch da keinen Kopf drum. Es geht ja. Es wird am Ende auch stehen. Es ist auch stabil. Also das hier ist... Ja, ich meine, da kann ich ja... Alles wackelt um mich rum, wenn ich hier oben drauf wackel. Hält. Und dann baut ihr das Ding. Und den würde ich bis hier bauen und reinsetzen. Dann die nächste Ebene bauen, reinsetzen. Nächste Ebene bauen und die dann reinsetzen. Das am Stück versuchen, da reinzufriemeln, geht auch, hat aber ein großes Problem. Und daran bin ich gescheitert und deswegen ging es für mich nicht. Wenn ich das jetzt nehme und hier ransetze, kann ich nicht mit den Fingern da noch rein, um das dazwischen reinzusetzen. Ist ja zu, von allen Seiten. Deswegen komme ich da nicht ran. Und dann nehme ich das hier, setze das hier unten ran, unten die Systemsteine. Guck mal, wie das hier reingeht. Ohne, keine Toleranz. Perfekt. So, und dann sitze ich hier. Und dann fange ich an. Und dann versuche ich vorsichtig zu schieben. Das sind Dekofliesen. Genauso wie die werden auch abfallen. Irgendeine hier, die kann ich auch abnehmen, glaube ich. Das sind so welche, die hängen nur an einer Noppe. Das ist immer ein Problem. Und jetzt fangt ihr an, einzeln zu gucken, dass ihr das so hin und her kriegt. Und das ist für mich kein Spaß einfach. Das finde ich dann doof. Ja?
Und dann käme ich eher drauf zu sagen, komm, dann nehme ich mal hier so eine Ebene ab. Und dann kann ich das weglegen und dann kann ich hier rangehen und kann wirklich gucken, wo es ist. Und dann sehe ich zum Beispiel hier, dass das Problem ist, dass ich hier die Zwischenebene, ich muss die mal leicht anheben, dass die halt für mich leicht unter Spannung war. Und wenn die dann weg ist und wenn es da dann besser läuft, kriege ich das hier schon mal besser unter Kontrolle und dann sitzt das ganze Ding drin. Aber wenn ich hier nicht mit dem Finger rein kann, um das zu regeln, guck mal, jetzt sitzt das drin, kein Problem. Kein Problem, stimmt nicht, es war ein Problem. Jetzt sitzt das Ding drin, ist es in Ordnung, aber wenn ich hier mit dem Finger nicht rankomme, dann klappt es halt nicht. Und dann kann ich das Ding hier nehmen und hier seht ihr nochmal, das ist diese Kombination und die ist schon ein bisschen wild. Also da kann man, jetzt baue ich es doch wieder zusammen, ich habe doch gesagt, dass ich es nicht mache. Aber gut, dann habt ihr wenigstens gesehen, dass es tatsächlich geht, dass ich nicht irgendein Zeug erzähle. Das sollte ich jetzt mal vorher festdrücken. Dann setzen wir das drauf. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, das muss dahinter hin. So. Aber ihr wisst jetzt, was ich meine, ja. Und da könnt ihr euch halt überlegen, ob ihr das so machen wollt oder ob ihr vielleicht das irgendwie ein bisschen anders überlegt. Ich habe ge gehört, ich habe ja auch andere Kommentare gelesen und ich habe Nachrichten weitergeleitet bekommen, auch von Martin, dass das vielleicht ein bisschen überarbeitet wird, was die Anleitung angeht. Ist es vielleicht schon? Ist ja der Vorteil einer PDF-Anleitung. Vielleicht ist die jetzt, wenn ich das Video gedreht habe, noch nicht, aber wenn das Video gepostet wird, vielleicht ist dann die Anleitung schon überarbeitet, dass ihr das vielleicht in Ebenen mitmacht. Das sollte besser gehen. Aber ich würde mal sagen, ich bin ein relativ geübter Bauer. Und wenn ich damit Probleme habe, dann glaube ich, liegt es nicht nur an mir. Und wenn ich mit dem Finger nicht an Stellen komme, während ich das reinbastel, damit es stabil genug ist, dann würde ich das Konzept ein bisschen ändern wollen. Und das liegt, wie gesagt, glaube ich nicht oder zum geringsten Teil an den Steinen und an Toleranzen vielleicht in den Bluebricks-Stein. Ich wüsste auch nicht, wie ich das mit einem Legostein hinkriegen sollte. Ich wüsste es halt einfach nicht. Und das finde ich schade, weil, und das ist mein Punkt, ich meine, kennt ihr ein Set, das so wild ist wie das hier? Von der gesamten, von der gesamten Wirkung? Abwechslungsreich im Bau, sehr, sehr coole Farben, tolle Bautechniken an ganz vielen Stellen, wie gesagt, ganz tolle Bautechniken an ganz vielen Stellen, ein super Thema, toll aufgegriffen, großartig gemacht. Ich bin vollkommen begeistert. Das sind über 7000 Steine, geht ab. Für einen echt Spitzenpreis. Alles super, aber ich finde es dann schade, wenn es dann an sowas hinten hängt und man dann ja nur noch daran denkt, wenn man über dieses Set spricht. Das finde ich dann schade einfach. Finde ich ein bisschen unglücklich. Deswegen würde ich mir wünschen, dass da noch was kommt. Vielleicht kommt da eine Überarbeitung. Wir werden uns mit diesem Set wiedersehen, sobald es die Vorburg dazu gibt. Die werde ich natürlich auch bauen. Und dann gucken wir, wie wir weiterkommen. Das hier hat definitiv den Wermutstropfen des Bauelends da hinten. Baut es nicht so, wie es in der Anleitung steht, sondern baut es in diesen Etappen, so wie ich es jetzt auch reingesetzt habe. Dann habt ihr keinen Schmerz, dann kommt ihr sauber durch und dann ärgert ihr euch einfach nicht. Ist meine Sache. Ansonsten warte ich auf das Update der Anleitung. Halt euch dann mit Sicherheit bei Twitch, wenn wir drüber reden, sowieso auf dem Laufenden, gell? Das passt. Heute Abend, das wird ein Sonntagsvideo. Heute Abend sind wir bei Valheim unterwegs und beenden das Spiel. Wir werden den finalen Boss niederringen. Es wird großartig. Ich freue mich sehr. Habt sehr nette Leute um euch, das ist ganz wichtig und einen wunderschönen Tag. Macht's gut.